Das nächste Highlight für alle Boxfans auf Sport 1 am Samstag, 26. Januar ab 20 Uhr live auf Sport 1 und Livestream, steigt in der Karlsruher UFGAU-Halle Vincent Feigenbutz gegen Premislav Obalach in den Ring und kämpft um den GBU-Titel im Supermittelgewicht. Davor duellieren sich bereits Ahmad Ali und Dennis Krieger um den GBU-Titel im Halbmittelgewicht. Der Titelkampf zwischen Obalach und Feigenbutz verspricht ein echter Boxleckerbissen zu werden. Der Pole mit dem Kampfnamen The Spartan ist hoch motiviert und heiß auf den Titel. Ich bin topfit und werde mir den Titel in Vincents Wohnzimmer schnappen, tönte der 32-Jährige im Gespräch mit Sport 1. Wenn man nach seinem Kampfrekord geht, dann sollte Feigenbutz die Drohung auch ernst nehmen. In seinen bisherigen 29 Profikämpfen ging er 27 Mal als Sieger hervor, 22 davon gewann er vorzeitig durch K.O. Seine letzte Niederlage datiert aus dem Jahr 2013. Kampf im Wohnzimmer für Feigenbutz. Doch bei allem Respekt muss Feigenbutz vor den Polen nicht in Ehrfurcht erstarren. Zumal er gute Erfahrungen mit polnischen Boxern hat. Bereits zweimal hat er gegen eine polnische Nummer 1 in deren Heimatland geboxt und gewonnen. Nun kommt eine polnische Nummer 1 nach Deutschland, um gegen ihn zu kämpfen. Das Spiel steht 2:0 für mich, da machen wir jetzt ein 3:0 draus. Das wird ein spannender Kampf, das ist ein guter Athlet. Ich weiß, was ich will, freue mich auf den Kampf, kann es kaum erwarten, so der 23-Jährige zu Sport 1. Dabei hofft Feigenbutz vor allem auf eine tolle Stimmung in der Karlsruher UFGAU-Halle, die für ihn wie sein Wohnzimmer ist. Ich hoffe natürlich auf große Unterstützung, dass viele Fans von dort auch herkommen, um ihn und um mich zu unterstützen und wir ihnen einen klasse Fight bieten. Ali gegen Krieger Feigenbutz vs. Obalach ist nicht der einzige Top-Fight des Abends. Ahmad Ali und Dennis Krieger stehen sich im Kampf um den GBU-Titel im Halbmittelgewicht gegenüber. Dabei ist es für Ali der erste Kampf in dieser Gewichtsklasse, da sein Trainer Zoltan Lunka und Manager Rainer Gottwald der Meinung sind, dass der 30-Jährige in dieser Kategorie seine Stärken besser ausspielen kann. Dementsprechend zuversichtlich geht er auch in den Kampf gegen Krieger. Ich weiß, dass Dennis Krieger ein Kämpfer ist, ein Kämpferherz hat. Dementsprechend haben wir uns vorbereitet. Wir sind bestens vorbereitet, taktisch wie technisch. Im Laufe des Kampfes sehen wir dann, wo es hinführt. Ich denke, es wird ein vorzeitiger Sieg, Finale von The Next Rocky, neben den beiden GBU-Titelkämpfen und weiteren Fights im Vorfeld steht auch das Finale von Sport 1, The Next Rocky, auf dem Programm der Boxgala. Dort stehen sich Serdar Kurun und Ines Agushi im Ring gegenüber. Der Gewinner ist der Sieger der Show und wird mit einem Profivertrag vom Sauerland Boxstall belohnt.